Ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen und möchte dich heute gerne auf eine kleine Online-Lesereise aus meinem neuesten Buch Channeling Universalschlüssel zur geistigen Welt einladen. Wie du sehen kannst, habe ich ein paar kleine Post-its hineingeklebt, damit ich gleich die Stellen wiederfinde, die ich für heute ausgewählt habe. Wahrscheinlich kennst du auch schon seit sehr, sehr langer Zeit das Gefühl, dass es einfach mehr gibt da draußen, dass es sehr viel mehr gibt zwischen Himmel und Erde. Und hey, wäre das nicht großartig, wenn wir die geistige Welt und auch Tiere, Bäume, Pflanzen, Naturwesen wieder ganz bewusst verstehen könnten, wenn wir ihnen einfach Fragen stellen könnten und klar verständliche Antworten erhalten? Das ist Channeling. Mir hat sich dieser Zugang vor knapp 20 Jahren wieder eröffnet und wow, das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit und es hat mein Leben einfach unfassbar bereichert. Es hat mir enorm viel Wissen über Lebenszusammenhänge, über globale Zusammenhänge, universelle Zusammenhänge geschenkt. Und ja, am besten erlebt man es selbst, als es nur mit Worten zu beschreiben. Wie auch du Channeling erlernen kannst, auch was der Unterschied beispielsweise zwischen medialer Kommunikation und Channeling ist und unglaublich vieles mehr, habe ich für dich in dieses Buch geschrieben. Ich wirke jetzt oder ich darf seit gut 15 Jahren mit Menschen zusammenwirken, sie mit in diese medialen Zugänge hineinnehmen, gebe Channeling-Ausbildungen. Es bereichert mein Herz einfach unfassbar bis heute. Und mein Hintergrundwissen und auch wirklich Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie du in dein erstes Channeling hineinfinden kannst und so viel mehr, stehen in diesem Buch. Ein wahrer Wissensfundus und ja, wirklich eine Abenteuerreise beim Lesen. Und ich beginne jetzt einfach mal mit einigen vorausgeschickten Gedanken. Guten Morgen, möchtest du mit mir in den Garten gehen? Sagt Neil zu mir und begrüßt mich freudig. Der Tag wird uns wundervolle Stunden schenken. Lebe und sei, komm mit mir. Diese Worte stammen nicht etwa von meinem Mann, sondern tatsächlich von unserem Kater. Das ist wirklich herzerfrischend. Und geht so gerne mit mir in den Garten. Wie wäre es, mit allen erdenklichen Wesen sprechen zu können, inklusive eingebautem Universalübersetzer, der alles in deine Muttersprache übersetzt? Klingt unglaublich, ist es aber nicht. Das ist Channeling. Es überwindet die Grenzen zwischen unterschiedlichen Wesen und sogar zwischen Planeten und Universen bis hin zur Göttlichkeit. Ich bin diesem Wunder begegnet und es veränderte mein Leben von Grund auf. Für mich ist es inzwischen vollkommen normal, mit Tieren, Pflanzen, Engeln, Lichtwesen und Verstorbenen zu kommunizieren. Zuvor hätte ich jemandem, der mir dies sagt, wahrscheinlich ein bisschen für verrückt gehalten. Ob Channeling oder mediale Kommunikation, beides öffnet nachhaltig unseren Horizont, schenkt enormes Wissen und Einblicke in fantastische Welten, die jenseits der irdischen Realität liegen. Gerade habe ich zum Beispiel unseren Hausbaum, eine prächtige Purpurbuche, um eine Einschätzung unserer Zeit gebeten. Und sie sagt, ihrem Wesen nach ganz Natur: Meine Aura behütet euer Haus. Wir sind froh, hier zu sein und haben auf diese Zeit gewartet. Immer mehr Menschen öffnen ihre Herzen. Die frohe Kunde läuft durch die Reiche der Natur. Endlich ist die Zeit gekommen, in der sich die Wesen wieder verstehen und auch auf Erden erkennen werden, wer sie wirklich sind. Erst waren es wenige, doch die Zahl wächst. Immer mehr haben die Entscheidung getroffen, ihrem Herzen zu vertrauen und spüren, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde. Die Menschheit erwacht und wir sind an eurer Seite, um euch freudestrahlend als unsere Brüder und Schwestern nach dem langen Schlaf zu empfangen.
Ich möchte diesen überaus lebendigen Austausch wirklich nie mehr missen und kann dir versichern, dass es unglaublich ist, wenn du nicht nur die Menschen um dich herum verstehen kannst, sondern auch Bäume, Elfen, Zwerge, Einhörner, Geistführer, Schutzengel, Sternengeschöpfe und viele mehr. Man fühlt sich ein bisschen wie Alice im Wunderland oder Dr. Dolittle wirklich. Alles spricht, wenn du es möchtest, lernen wir wieder zu verstehen. Per Channeling kannst du Fragen an die geistige Welt stellen und erhältst klare Antworten. Lebenszusammenhänge können in ihrer größeren Wahrheit verstanden und die bedingungslose Liebe der höheren Sphären erfahren werden. Selbst Landschaften, Gewässer, Berge, Galaxien, Planeten und Sterne kommunizieren. Es ist ergreifend schön und unglaublich erfüllend. Channeling ist wirklich ein Universalschlüssel zur geistigen Welt und diese Zugänge möchte ich hier gerne mit dir teilen. Du kannst die Welt auf eine Weise kennenlernen, wie du es vielleicht nie für möglich gehalten hättest. Los geht's, begeben wir uns in eine Welt voller Abenteuer. Ich springe jetzt ein bisschen durch dieses Buch und lese aus den einzelnen Kapiteln und Unterteilungen immer kurze Passagen, um dir einen Einblick schenken zu können. Welche Fragen kann Channeling beantworten? In einem Channeling kannst du allgemeine wie auch persönliche Fragen zu allem, was dich interessiert, an die Quellen der geistigen Welt stellen. Übergeordnete Zusammenhänge, die hinter dem Weltgeschehen stehen, Vorausschau auf zukünftige Potenziale, Informationen über den Aufstiegsweg der Menschheit, Einblicke in karmische Hintergründe von Personen und Völkern, wie auch Konflikten, Unfällen und Kriegen, Einblicke in die Natur, in vergangene Leben und Kulturen, der Einfluss der Erdenentwicklung auf andere Planeten und das Universum, die Reise unserer Seelen und unendliches mehr kann per Channeling abgefragt und erforscht werden. Dies generiert mit der Zeit nicht nur einen unglaublichen Wissensschatz, sondern bringt auch schrittweise deine eigene Weisheit wieder hervor. Channeling kann dir wertvolle Antworten, Impulse und Botschaften für deinen Lebensweg vermitteln. Es gibt dabei einmal die Möglichkeit der medialen Kommunikation. Das ist eine Ausrichtung auf deine Herzensebene und dann richtest du dich praktisch auf den gewünschten Gesprächspartner aus, wie zum Beispiel einen Baum oder auch ein Tier, und lässt die Kommunikation sanft fließen. Das ist im Prinzip auch Channeling. Auch dort werden verständliche Worte und auch Gefühle und innere Bilder übermittelt. Aber es gibt tatsächlich einen großen Unterschied zum Channeling. Und deshalb möchte ich mit dir jetzt in das nächste Kapitelchen springen. Der innere mediale Kanal. Der erstreckt sich über die Hauptkörperchakren von der Wurzel bis zur Krone. Das ist dir bestimmt ein Begriff. Und darüber hinaus gibt es aber auch höhere Chakren, die uns mit den Ebenen der Engel, mit der Unendlichkeit, mit der Göttlichkeit, mit der Seelenfamilie und ganz, ganz vielen anderen Ebenen verbinden. Und es gibt unter unseren Füßen bis tief in die Erde unsere Erdchakren, die verbinden uns mit den Naturwesen, mit den Kontinenten, der Mutter Erde, uraltem Wissen, Wissensbibliotheken in der Erde und im Geistigen. Und zwischen oder durch diese Chakren läuft praktisch dein medialer Kanal. Ja? Und dieser Kanal ermöglicht dann ein sehr viel größeres Spektrum von Kommunikation, als es bei der rein medialen Kommunikation über das Herz möglich ist. Der innere mediale Kanal. Vertraue dir, alles ist in dir vorhanden. Erlaube deinem Potenzial in Liebe zu erwachen. Das A und O des Channelings, die richtige Ausrichtung.
Um wirklich reine Channelings zu erhalten, ist eine liebevolle Verbindung über dein Herz und darüber hinaus in die höchste göttliche Quellebene grundsätzlich wichtig. Dazu werden wir erst einmal deine göttliche Führung aktivieren. Und vielleicht magst du direkt mal live mitmachen. Richte deine Aufmerksamkeit dazu sanft in dein Herzchakra, in die Mitte deiner Brust. Du kannst einfach gerne die Augen schließen. Lass deine Aufmerksamkeit einmal in diesen Bereich hineinsinken. Fühle sanft hinein. Ja, dort liegt dein Herzchakra in der Mitte der Brust. Und schreibe einmal mit großen goldenen Buchstaben dort hinein: Ich liebe mich. Und spüre mal die sanfte Schwingung, die dieser Satz auslöst. Es aktiviert ein Gefühl von ganz sanfter Herzensliebe. Warte, bis du sie spüren kannst, auch wenn sie nur ganz zart ist. Ja, es wird nicht unbedingt ein Gefühl sein, was dich jetzt rückwärts vom Stuhl haut, sondern es ist ganz fein und so zart, dass viele Menschen das tatsächlich auch gerne einfach überspüren. Es ist da, die Energie ist da, das Gefühl ist da und transportiert sich auch über dieses Video. Ich liebe mich. Und lass dieses Gefühl durch deinen ganzen Körper fließen. Die folgenden Absichten aktivieren deine göttliche Führung und richten dich auf reine Ebenen aus. Bekunde sie bitte nicht allein rein verstandesmäßig, denn sonst bleiben sie unwirksam, sondern fühle sie jetzt in deinem Herzen schwingen. Ich öffne mich nur für die höchste, reinste Liebe und Wahrheit. Ich bitte, dass alles, was ich channele und tue, stets zum höchsten Wohle aller Wesen ist. Auch zu deinem natürlich. Ich bitte von Herzen um göttliche Führung und darum, versehentliche Manipulationen zu verhindern. Ja, dieser aufrichtige Herzenswunsch verstärkt deine göttliche Führung, deine geistigen Helfer, aber auch dein höchstes göttliches Selbst kann dich durch diese innere Wahl sehr viel besser erreichen. Ja, lass es einfach mal in dir schwingen. Ein gut angebundener, reiner Kanal, der in der höchsten Liebe und Wahrheit schwingt, ist nicht nur die beste Grundlage für Channeling, sondern für alle Arten des geistigen Heilens, für Clearings wie auch für alle Formen der Energiearbeit. Durch ihn fließen nicht nur Botschaften, sondern jegliche Informationen, Wissen, Bilder, Klänge, Heilenergien, Erkenntnisse, göttliche Impulse und vieles mehr. Alles, was benötigt wird, kann abgefragt und empfangen werden. Der geöffnete mediale Kanal ist ein fruchtbarer Boden, auf dem sich alles Weitere entfalten kann. Er kann über 4 Hauptankerpunkte aktiviert werden, die im Folgenden bei der Öffnung des inneren Kanals näher erläutert werden und mit aktivierenden Übungen versehen sind. Ja, es ist also die Übersicht und Anleitung, einmal wie du deinen medialen Kanal aktivierst. Und die höheren Chakren und die Erdchakren, das sind Bewusstseinsebenen von uns. Sie alle gehören zusammen, sie sind nur getrennt, solange wir in einem Bewusstsein von Trennung leben. Je weiter wir erwachen, aufsteigen, bis hin auch zur Erleuchtung, werden sich diese Chakren immer mehr über das Herz
in das sogenannte Einheitschakra integrieren. Und in der Erleuchtung ist alles wieder zusammen. Da gibt es keine getrennten Bewusstseinsebenen mehr. Und ich habe die Erfahrung gemacht, durch mein jahrelanges Channeln haben sich diese Chakren auch sehr, sehr stark integriert. Ja, und irgendwann lässt man den inneren Kanal dann auch wieder los und es fließt einfach. Dadurch, dass der Kanal durch die verschiedenen, auch höheren Bewusstseinsebenen geht, eröffnet sich dadurch praktisch ein volles Spektrum. Also ich nenne es auch immer gerne voll Spektrumkanal, und das ist eben der Unterschied zur reinen medialen Herzenskommunikation. Die Herzenskommunikation möchte ich damit um Gottes Willen natürlich nicht schmälern, allein das ist schon ein immens wertvoller Zugang, und dazu möchte ich dich jetzt auch auf unserer weiteren Lesereise hier einladen. Ja, wenn du dann noch mehr erfahren möchtest oder auch wenn du für andere Menschen channeln möchtest, andere vielleicht beraten möchtest, dann ist es schon wirklich gut, diesen Vollspektrumkanal aktiviert zu haben, weil dadurch auch grundsätzlich sehr viel mehr Informationen fließen, als wenn du dich nur in Anführungszeichen über dein Herz öffnest. Die Herzensöffnung ist aber ein immens wichtiger Bestandteil auch deines inneren Kanals, und das ist klar, ne? Liebe und Mitgefühl sind ganz, ganz wichtig für einen liebevollen Austausch mit all den Wesen. Die verschiedenen Quellen für Channelings, wie die göttliche Quelle, Tiere, Pflanzen, Naturwesen, Sternengeschöpfe, unsere lieben Verstorbenen, sind auch alle in diesem Buch beschrieben. Auch wichtige Hinweise, was es zu beachten gibt im Umgang mit diesen Quellen, und auch meine Empfehlung, was für dich als Anfänger gut geeignet ist, findest du hier. Die Schutzengel haben ein unglaublich berührendes Channeling hier ins Buch eingearbeitet, das dich mit der Energie deines Schutzengels beim Lesen verbindet, dich mit der Schutzengel-Ebene auch verbindet. Und so wirst du über das Lesen des Channelings dann ganz anmutig in ein eigenes Channeling geleitet, sodass du eine Botschaft von deinem Schutzengel empfangen kannst. Es gibt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein Channeling mit deiner Seele und auch mit deinem Geistführer. Also immer wieder beim Lesen in den verschiedenen Kapiteln bekommst du ganz viel Wissen und dann auch immer wieder eine Einladung und Anleitung ist, selbst auszuprobieren. Ich habe für die Lesung gefragt, welche Passage dieses Buches trägt uns jetzt wirklich am meisten bei? Was kann uns hier heute am größten beschenken? Und das ist das vorletzte Kapitel dieses Buches, ein medialer Ausflug in den Park, weil ich liebe es wirklich bis heute, spazieren zu gehen und zu kommunizieren mit den Wildtieren, mit den Bäumen. Man kann unfassbar tolle und auch sehr heilsame Erfahrungen dort machen. Und wie du dich dafür öffnen kannst, ja, und was dir alles begegnen kann, dafür möchte ich dir jetzt ein paar Passagen aus diesem Kapitel vorlesen. Unglaubliche Welten hinter den Kulissen. Speziell für dich, liebe Leserin oder lieber Leser, möchte ich jetzt einen Ausflug in einen Park unternehmen und habe bereits die Bitte ausgesandt, dass mir die dortigen Bewohner ausgewählte Botschaften und Einblicke für dich geben mögen. Im Herzen und auf der Ebene der Einheit gehen wir gemeinsam dorthin, und ich schreibe nur alles für dich auf. Wir werden nicht nur einen Spaziergang machen, bei dem wir die Landschaft bestaunen, sondern viel tiefer eintauchen in die Herzens- und Seelenebene, auf der alle Wesen dieselbe Sprache sprechen. Du lernst eine wundervolle Welt jenseits des Sichtbaren kennen, die den Blick in eine andere Wirklichkeit freigibt. Tauche mit mir ein in die geschilderten Erlebnisse, um deinen Zugang zu trainieren.
Begleite mich in die Reiche der Naturwesen und Tiere, damit dir bewusst wird, was ich durch Channeling alles offenbaren kann. Wir stehen nun am Eingang dieses wundervollen Parks. Er ist das Zuhause riesiger Bäume, uralter, weiser Baumwesen, die schon seit vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten diesen Platz behüten. Eine reiche Tierwelt gibt es hier. Plätze, an denen die Tiere so zutraulich sind, dass Vögel und Eichhörnchen sogar aus der Hand fressen. Die Natur wird uns einen tieferen Einblick gewähren, als du es vielleicht für möglich gehalten hättest. Lege deine Hand jetzt auf dein Herzchakra und wenn du magst, dann denke einfach dabei an eine Landschaft, in der du gerne spazieren gehst, denn ich möchte dich wirklich inspirieren, das selbst auszuprobieren. Stell sie jetzt einfach mal geistig vor dich, deine Lieblingslandschaft, ein Wald, eine Wiese. Spür noch einmal dieses sanfte Herzensgefühl von vorhin. Du kannst es einfach durch deine Erinnerung aufrufen. Ich liebe mich. Ja, da ist es wieder, das sanfte Herzensgefühl. Und sende jetzt Liebe aus deinem Herzen in die Landschaft zu allen Wesen, die dort leben. Ja, zu all den Tieren, den Pflanzen, den unsichtbaren Naturwesen. Lass es fließen und bitte höflich um Einlass. Und wenn du auf diese Weise Liebe aussendest, wirst du spüren, dass sich der Fluss irgendwann umkehrt und dass ganz viel Liebe zu dir zurückfließt. Denn all die Wesen, Pflanzen und auch die Naturengel dort antworten auf deine Liebessendung. Und wenn du auf diese Weise eine Landschaft betrittst, wirst du die Dinge ganz anders empfinden. Deine Blicke werden auf andere Dinge gelenkt. Ja, du wirst spüren, wow, hier an diesem Ort, da ist was Besonderes. Ja, es fühlt sich anders an als da hinten. Vielleicht wohnt hier jemand, vielleicht gärtnern hier die Zwerge oder die Elfen. Und per Channeling kann man dann Fragen stellen, man kann das erforschen. Gehe in deine Herzensabsicht, allen Wesen voller Liebe begegnen zu wollen, und sie werden dich erfreut einlassen. Ein jedes Wesen trägt zur bunten Vielfalt dieser Welt bei und bereichert das große Ganze. Würde auch nur ein einziges fehlen, wäre die Welt ärmer und weniger reich. Zeit und Raum spielen keine Rolle. Du bist im Herzen willkommen. So treten wir gemeinsam und achtsam ein und gehen jeden Schritt, der uns durch den Park führt, ganz bewusst. Jedes Fleckchen Erde ist ein heiliger Ort, denn du kannst ihn durch deine Achtsamkeit dazu machen. Betreten wir einen Ort ausschließlich auf der Verstandesebene, so bleibt uns diese fantastische Welt verschlossen. Stelle dir vor, dass nun jeder deiner Schritte den heiligen Boden eines Naturtempels berührt. Durch jeden Baum, jeden Stein und jedes Blatt und jedes lebendige Wesen lächelt sie dich an. Deine Göttlichkeit ist in dir und überall um dich herum. Als erstes begrüßt uns ein Ginkgo-Baum. Er steht auf einer kleinen Wiese, die sich rechts neben unserem Weg erstreckt und das Parkareal eröffnet. Der Ginkgo ist einer der großen Hüter des Parks. Er ist kraftvoll und dynamisch mit der Erfüllung seiner Aufgabe verbunden. Ich war schon einmal in diesem Park und fühlte mich sofort zu dem Ginkgo hingezogen. Damals sprach ich ihn an und fragte ihn, ob er mit mir kommunizieren wollte. Es war ein kurzes Gespräch, bei dem er mich sehr schnell wissen ließ, dass er nicht mit mir sprechen könne, weil er gerade sehr viel Kraft für eine spezielle Aufgabe benötigte.
Ich spürte seinerzeit eine Art unsichtbare Wand zwischen ihm und mir. Er grenzte sich energetisch liebevoll ab und machte mir deutlich, dass ich bitte Abstand halten möge. Das akzeptierte ich natürlich, obwohl ich es schade fand. Da wies er mich auf seine Wurzeln hin, und bei näherer Betrachtung wurde offensichtlich, dass der Boden rundherum von Mauselöchern durchsetzt war, fast wie ein Schweizer Käse. Ich dachte, die Mäuse würden vielleicht an seinen Wurzeln nagen, wünschte ihm das Beste und ging weiter. Heute ist derselbe Baum freudig aufgeschlossen und lädt dich und mich zu einem Gespräch ein. Du wirst feststellen, dass sich Pflanzen und Tiere, wenn es nicht gerade einen wirklich gewichtigen Grund gibt, der dagegen spricht, sich über dein aufrichtiges Herzensinteresse wirklich freuen und dir die Welt gerne aus ihrer Perspektive zeigen werden. In Erinnerung an die Erfahrung bei meinem letzten Besuch frage ich den Ginkgo gleich, ob es ihm wieder besser gehe. Unsere Begegnung ist lange her, aber er kann sich noch gut an mich erinnern. Ich sei eine der wenigen, die ihn nach seinem Befinden gefragt hätten, begrüßt er mich. So viele Menschen wüssten leider gar nichts von dieser Möglichkeit. Ja, es gehe ihm wieder gut. Die Aufgabe von damals sei erledigt und er sei jetzt wieder ganz in seiner Kraft. Ich frage ihn, welche Aufgabe das denn gewesen sei. Ich war damals sehr beschäftigt und brauchte meine ganze Energie und Kraft, lässt er uns freundlich wissen. Ich, einige meiner Baumfreunde und viele Naturwesen haben daran gearbeitet, alte Energien in den tieferen Erdschichten dieses Ortes zu klären. Sie stammten aus früheren Begebenheiten, blutigen Schlachten und den Kriegen, die auf diesem Boden stattgefunden haben. Sie beinhalteten große Not sowie Ablehnung der Menschen, ihrer selbst und von anderen Wesen. Im Krieg hatten sie den Bezug zu sich und ihren Herzen verloren. Abgespaltene, verwirrte Teile ihrer Emotionen waren hier abgelagert und konnten sich nicht aus eigener Kraft befreien. Es gibt auch Menschen, die diese Energien klären könnten, doch nicht in diesem speziellen Fall. Die Abspaltungen befanden sich auf derart speziellen Ebenen, dass sie in das Aufgabengebiet von uns Bäumen und Naturwesen fielen. Die Mäuse haben mir bei der Befreiung und Wandlung dieser schwierigen Energien sehr geholfen. Ja, immer wieder erstaunlicher. Wer hätte das gedacht? Sie werden so oft als Schädlinge angesehen. Dabei helfen ihre Gänge auf einzigartige Weise, den Boden zu belüften und alte Energien freizusetzen. Sie bringen den Geist des Neuen, nachdem Altes verabschiedet wurde. Sie sind Helfer an meiner Seite und gemeinsam konnten wir auch diese Aufgabe bewältigen. Für uns ist es allerdings keine Aufgabe nach eurem menschlichen Verständnis, sondern ein selbstverständlicher Beitrag, den wir aus Liebe erbringen, wenn etwas im Ungleichgewicht ist. Wir Bäume werden sehr alt und können lange warten, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um Altes abzulösen. Ich überwache die Energien im Boden dieses Parks und mache dies aber nicht allein. Überall gibt es hier Freunde, die gemeinsam mit mir wirken. Über unsere Wurzeln und Zweige tauschen wir Informationen aus und ebenso übermitteln Mäuse und Vögel und auch andere Tiere Informationen über den allgemeinen Zustand der Landschaft. Wir alle können uns gegenseitig wahrnehmen, kommunizieren ständig und sind gut informiert. Wir spüren, wenn jemand in Not ist oder ein Zustand unserer Hilfe bedarf. Wir dienen dem göttlichen Leben auf diesem Planeten, was ganz selbstverständlich für uns ist. Wir wirken auf diese Weise für uns alle. Wir möchten auf gutem Boden gedeihen, in dem alle Energien frei fließen, sodass die Göttlichkeit und Natur ihren vollkommenen Ausdruck finden kann. Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Nun tritt ein und genieße deinen Besuch. Ich danke den Ginkgo für die bewegenden Einblicke und gehe den Wanderweg weiter.
Ich lasse mich dann immer im Herzen durch eine solche Landschaft führen. Und dasselbe kannst du auch tun. Probier das einfach mal aus. Und man spürt dann immer, geht es den Weg jetzt rechts hoch oder laufe ich lieber links entlang? Welcher Baum, welches Baumwesen zieht mich an? Welches Areal spricht mich an? Ja, dann kann man dem Weg einfach folgen und großartige Dinge erleben, erspüren, auch bis hin zu Einweihungen, die dort tatsächlich geschehen können. Ich springe jetzt einiges weiter im Text. Nach mehreren hundert Metern kommen wir an einer sehr großen Teichlandschaft vorbei. Mächtige Sumpfzypressen stehen mit den Enden ihrer dicken Stämme, die wie ein Strang aus Wurzeln aussehen, mitten im Wasser und lassen die Teichlandschaft wie einen Urwald erscheinen. Dort werden wir von einer kleinen Nymphe begrüßt. Nymphen sind etwa 30 bis 50 cm groß, bewohnen die Binnengewässer und kümmern sich um die ansässigen Pflanzen und Tiere. Ich spüre, dass uns auch die Nymphe gerne eine Botschaft geben möchte und setze mich zum Schreiben hin. Du setzt dich neben mich. Ja, Nymphen sind so etwas wie kleine Meerjungfrauen, könnte man sagen, zuständig eben für die Binnengewässer. Wir freuen uns sehr, denn nicht häufig reichen uns Menschen die Hand in unserem Element, wendet sich die Nymphe an uns. Wir bewohnen die Gewässer, unsere schönen Räume, in denen wir leben und uns versammeln, liegen in den tieferen Schichten der Gewässer oder auch unter Baumwurzeln, die im Wasser wachsen. An diesem Ort stehen Bäume im sumpfigen Gewässer und wir leben zwischen den Wurzeln. Ich kann innerlich sehen, dass die neugierigen Gesichter mehrerer Nymphen noch etwas scheu hinter den Wurzeln hervorlugen und uns fröhlich zulächeln. Wir sind alle miteinander verbunden, fährt das Nymphchen fort. Und über das Feld des großen Bewusstseins wissen wir, warum du hier bist. Wir möchten dir etwas zeigen. Wir beleben das Wasser und sind eng mit ihm verbunden. Unser Herz ist direkt mit der einen großen Liebe verbunden. So nennen wir es hier. Du würdest es die Liebe der göttlichen Quelle nennen. Sie verbindet uns alle miteinander. Sie ist die größte Anleitung und Führung in unserem Leben. Sie schlägt in unserem Herzen und fließt durch uns in das Wasser hinein. Wir haben große Herzkammern, die mit verschiedenen farbigen Öffnungen versehen sind. Und es ist uns möglich, aus der einen großen Liebe bestimmte Kräfte für das Wasser, in dem wir leben, zu beziehen. Wir wissen, was das Wasser braucht und geben die göttlichen Kräfte durch unsere Herzkammern wie durch ein farbiges Kaleidoskop dort hinein. Ihr steht hier vor einem Sumpf und hättet nicht gedacht, dass wir auch hier so munter leben, wo seine Oberfläche doch so unbeweglich und zugewachsen erscheint. Bisher hatte ich Nymphen eher an Bächen, Flüssen, Teichen oder Seen wahrgenommen, noch nie an einem Sumpf. Ja, auf diesen Ausflügen lerne auch ich dann immer wieder Neues dazu. Und ich merke, wie mich ihre Beschreibung der einen großen Liebe, die durch ihre Herzen direkt in die Gewässer fließt, zu Tränen rührt. Ja, es ist dann immer wieder auch ein Stück eigene, weitere Herzensöffnung, die einem selber geschenkt wird. Mein Herz möchte augenblicklich überquellen und sich noch mehr weiten. Das Auge täuscht dich, unter der Oberfläche befindet sich vielerorts klares Wasser und auch an den trüben Stellen im Sumpf ist alles im Gleichgewicht. Wir sind fähig, große Gewässer zu reinigen und zu beleben. Und vielleicht fragst du dich, warum wir das nicht auf der gesamten Erde einfach tun. Wir dürfen es nicht, denn wir leben in der Vereinbarung, den freien Willen der Menschen und ihr selbst erschaffenes Karmaspiel zu achten. Es ist wichtig, dass ihr aus euch heraus lernt, eine Balance mit der Umwelt zu erreichen. Wir dürfen die Verschmutzungen, die ihr verursacht, nicht einfach ungeschehen machen.
Es ist sehr schwierig für uns, mit den Umweltverschmutzungen zu leben. Es bereitet uns gewiss keine Freude. Doch die Verursacher dürfen selbst lernen, den Schaden auszugleichen. Gewässer, in denen wir ungehindert wirken dürfen, befinden sich in ständigem Gleichgewicht. Erst wenn es an der Zeit ist, sie der natürlichen Veränderung zu übergeben, wenn zum Beispiel ein Flussbett austrocknen will, ziehen wir unsere Kräfte zurück und finden ein anderes Wirkungsgebiet. Ja, die ziehen dann praktisch um in den Landschaften, bekommen von den größeren Naturwesen, die sie betreuen, es können Feen, Faune oder Engel der Natur sein, bekommen sie dann einen neuen Wirkungsort zugewiesen. Das ist auch ganz spannend, das ist mir viel tatsächlich auch begegnet bei meinen Ausflügen. Der schöpferische Strom ergießt sich durch unsere vielen Herzkammern. Er lässt unsere Kräfte auf das Wasser wirken und bringt so neue Informationen hinein, wenn sich die Energien auf der Erde verändern. Und durch ihn können wir Gewässer in ein biologisches Gleichgewicht bringen. Die Energien der Gewässer verändern sich derzeit. Höhere Energien fließen durch unsere Herzen in sie hinein. Die reine Urinformation des Göttlichen erwacht im Wasser neu. Fühle in unser Herz, die eine große Liebe leuchtet ganz klar und farbig in ihnen. Ja, du kannst dann beim Lesen oder jetzt beim Zuhören einfach mit hineinfühlen. Sieh diese Nymphe vor dir, ja, mit ihrem riesigen, bunten, geöffneten Herzen. Ja, sieht wirklich wie so ein Kaleidoskop aus Farben aus bei den Nymphen und die göttlichen Ströme fließen hindurch. Stell es dir einfach vor. Schaue in einen Wassertropfen hinein. Sie reflektiert sich in ihm. Fühle die wahre Reinheit und belebende Kraft ganz tief in diesem Tropfen. Die Nymphe hat recht. Ich kann die pure Reinheit in dem Tropfen spüren und sehe die Herzkammern der Nymphen in den verschiedensten Tönen von Gelb, Grün, Königsblau, Türkis, Rot und Violett leuchten. In ihren Herzkammern empfangen sie verschiedene göttliche Frequenzen als Farbstrahlen und leiten sie unmittelbar in die Gewässer hinein. Und jetzt zeigt die Nymphe mir, dass grundlegende göttliche Informationen in dieser wundervollen Zeit, in der Zeit des Aufstiegs der Menschheit, tief im Wasser wieder erwachen. Durch das Wasser werden die Frequenzen die Menschen erreichen, die dafür bereit sind. Sie unterstützen die Veränderungen auf der Erde. Ich danke der Nymphe für diese wichtigen Eindrücke und löse mich mit Liebe im Herzen und einem Segensgruß aus unserem Gespräch. Ja, auch das ist immer ganz wichtig, den Wesen dann im Anschluss an eine Kommunikation zu danken. Ja, einfach immer achtsam im Herzen sein, so als ob du dich mit einem guten Freund unterhältst. Die Tiere, die Naturwesen, die Pflanzen, bei ihnen ist es ganz wichtig, dass wir sie vorher um Einverständnis bitten, bevor wir mit ihnen kommunizieren. Ganz gleich, ob du jetzt die mediale Kommunikation nutzt oder ob dein Vollspektrumkanal sozusagen geöffnet ist. Ja, das sind so Besonderheiten, die ich hier auch darlege. Welchen Grund hat das bei den Tieren, Naturwesen und Pflanzen? Ganz einfach. Das sind Seelen natürlich wie wir und auch sie sind in einen Körper hinein inkarniert. In feststoffliche Körper, die Naturwesen haben feinstoffliche Körper und sie befinden sich auf demselben Planeten, im selben Spiel. Sie sind nicht erleuchtet. Sie können sich nicht bei einer Kommunikation komplett abgrenzen, so wie Engel und aufgestiegene Meister das können. Und wenn wir sie einfach pausenlos ansprechen, dann kann das einfach zu viel sein. Sie können sich dem nicht entziehen. Deshalb bitte immer, wenn du mit einem Tier, mit einem
Baum oder einem Naturwesen sprechen möchtest, begrüße sie aus dem Herzen und bitte sie um Einverständnis. Frage sie, ob sie mögen, ob sie Lust haben zu kommunizieren. In 99% der Fälle werden sie sehr gerne mit dir sprechen. Wie das Beispiel des Ginkgo-Baums hier wunderbar zeigt, es gibt Ausnahmen und die dürfen wir dann einfach nicht persönlich nehmen, sondern es ist wichtig, dass wir das achten und dann einfach an einem anderen Tag nochmal versuchen oder sich einen anderen Gesprächspartner auswählen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir auch auf dieser kleinen Lesereise schon einen guten Eindruck vermitteln, was du in diesem Werk hier alles finden kannst. Ein paar kleine Einblicke nochmal ins Inhaltsverzeichnis. Channeling und die geistige Welt, das ist das erste Kapitel. Was ist Channeling? Welche Fragen kann es beantworten? Die Kunst des Channels, wie kommuniziert die geistige Welt? Volltrance oder nicht? Wie ich selbst zum Channeln kam und einiges mehr. Und dann geht es weiter mit einem ersten Channeling für dich, mit deiner Seele. Die Wahrheit über Wahrnehmungen ist auch ganz, ganz wichtig. Mediales Hören und Sehen und was Wahrnehmungen wirklich sind. Denn oftmals stellen wir uns viel zu viel und was ganz anderes darunter vor. Das habe ich in all den Ausbildungen, die ich gegeben habe, immer wieder erlebt, dass viele Menschen an der medialen Kommunikation tatsächlich vorbeigehen, weil sie sich etwas ganz anderes darunter vorstellen. Das war mir auch ein Herzensanliegen, das hier mal zu erklären und dort ein bisschen aufzuräumen, dass du deine mediale Wahrnehmung auch wirklich mal ausprobieren kannst. Es ist auch eine wunderschöne Wahrnehmungsübung drin, die Blüten deiner Seele, wie du deine Wahrnehmungen wundervoll trainieren kannst. Dann geht es weiter mit geistigen Helfern und göttlicher Führung, ein Channeling mit deinem Geistführer. Der Aufbau des inneren medialen Kanals, das Zugangsspektrum des Kanals, das bewusste Steuern von Channelings, die Ankerpunkte des Kanals und wie du sie aktivierst, das bewusste Öffnen und Schließen des Kanals. Ja, und auch seine Integration. Reinigung und Schutz sind noch ein wichtiges Thema. Ist Schutz überhaupt nötig? Was ist es? Und wie befreie ich mich von Fremdenergien? Dein Schutzengel ist dein eigenes Kapitel. Wie schon beschrieben mit einem wundervollen Channeling, der Schutzengel. Reine Quellen für Channelings, ja, welche Quellen gibt es überhaupt, welche sind empfehlenswert und woran erkenne ich reine Botschaften? Auch ganz, ganz wichtig, denn wir möchten ja über ganz hohe, reine Ebenen channeln, daher auch die Verbindung in die höchste Quellebene deines göttlichen Kanals in einem medialen, gut angeschlossenen Kanal, der wirklich auf den höchsten, reinsten Ebenen angeschlossen ist, kann sich nichts Negatives einmischen. Die Schwingung ist dann so hoch, dass es niedriger schwingenden Wesenheiten überhaupt nicht möglich ist, sich einzumischen. Das ist nämlich auch eine Frage, die ich sehr, sehr oft bekomme und ja, die auch ganz, ganz wichtig zu beantworten ist. Verstand und Herzensebene, den Verstand ins Herz sinken lassen, ist auch ein ganz wichtiges Kapitel. Das Resonanzgesetz, was ist es und wie kommt man den eigenen Resonanzen auf die Spur? Ja, es sind Übungen drin, den Fokus auf die Lösung richten, den Alltag über die Herzensebene ordnen. Das sind auch super Übungen, die dir im Alltag sehr hilfreich sein können. Es sind Inspirationen drin, wie du dir geistige Helfer im Alltag einladen kannst und was du wirklich auch Witziges mit ihnen erleben kannst. Habe ich ein paar eigene Erfahrungen auch beschrieben. Es werden noch Fragen beantwortet, die mir am häufigsten gestellt wurden. Ja, auf welche Weise kann ein Channeling hilfreich sein? Ist Channeln erlernbar? Warum konnte ich nicht schon immer channeln? Ist auch eine sehr gute Frage. Wie lasse ich ein Channeling fließen? Was kann mich blockieren? Wie stelle ich die richtigen Fragen?
Stichworte oder lange Sätze kann ich auch für mich selbst channeln. Ja, natürlich. Es wird aber auch noch einiges mehr hier beschrieben. Bleibe ich beim Channeln bewusst und präsent? Gibt es auf alle Fragen eine Antwort? Persönliches Wachstum durch Channeling, die Einfärbung von Channelings, Heilenergien in Channelings und ganz, ganz vieles mehr. Also wirklich eine Fundgrube für Wissen und Inspiration. Und ich wünsche dir von Herzen ganz, ganz viel Freude mit dem Buch. Vielleicht hast du es auch schon bei dir, vielleicht hast du es schon gelesen, vielleicht darf es den Weg noch zu dir finden. Ich wünsche dir einfach ganz, ganz viele wundervolle Erfahrungen mit deinen medialen Gaben. Ja, sie sind Teil deines Wesens bei jedem Menschen. Du kannst sie trainieren und wieder öffnen und es offenbart ein wirklich so, so großes Spektrum hinter den Kulissen der irdischen Realität. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du dir das Video angeschaut hast, dass du mitgereist bist und ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute. Tschüss.